Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge will ich euch nochmal ein Update geben über die Optimierung meines Moving Bed Filters mit den Helix Bio Chips. Ja, ich habe jetzt diese Chips, ich sag mal, ich glaube, es sind jetzt ein oder anderthalb Monate drin, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie sich das Material entwickelt hat. So, hier seht ihr jetzt direkt in meinen Moving Bed Filter rein und ihr seht hier vorne der starke Wasserstrahl. Das ist das aus der vorherigen Kammer kommende Wasser, was hier unter, ja, mit großer Geschwindigkeit eben in meinen Moving Bed Teil reinläuft. Und man sieht auch ganz schön, das Filtermaterial ist schon ein bisschen gelb, nicht mehr so knatsche weiß, wie es mal war. Und ich hatte euch ja beim letzten Mal erzählt, dass ich zu schlunzig war, das Material vorher vom Trennmittel zu befreien. Das heißt, es hat schon eine ganze Weile gedauert, bis das Material jetzt angefangen hat, besiedelt zu werden. Aber jetzt so langsam kommen wir in den richtig interessanten Bereich rein. Und ihr seht, wie schön langsam sich das hier bei mir dreht. Und mir ist das so gelungen, durch auch nochmal kleine Veränderungen, dass wirklich das gesamte Material wunderbar durchmischt wird. Und auch immer wieder komplett hier in diesen starken Wasserstrom reinkommt und da eben auch sicher gereinigt wird. Interessanterweise, das habe ich vorher so nicht eingeschätzt, ist es so, dass es keine richtige Durchmischung gibt zwischen dem 38er Helix und den Biochips. Warum das so ist, das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ihr seht, man hat mehr oder weniger einen durchgehenden Teppich mit den Biochips, der dann eben entsprechend die Materialstärke hat, wie ich hier meine Menge reingetan habe. Und ich habe ja nur 400 Liter genommen, weil ich eben davon ausgehe, dass ich damit jede Menge Reserven habe. Damit ihr mich besser versteht, habe ich auch mal wieder die Belüftung ausgeschaltet. Ihr seht, diese Materialbewegung ist alleine mit dem einströmenden, mit dem tangential einströmenden Wasserstrom realisiert. Und ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist einfach genial, wenn man das hinbekommt, weil ich brauche wirklich die Belüftung nur noch für die Sauerstoffanreicherung und nicht mehr, um das Material zu bewegen. Und ich habe hier eben eine konstante Materialbewegung, auch wenn der Lüfter mal aus ist oder im Winter zum Beispiel, wenn ich gar nicht belüften muss, funktioniert das auch wunderbar ohne. Ja, und hier seht ihr mal die Kameraden, für die ich mir den ganzen Aufwand getrieben habe. Und ja, ist gerade Futterzeit. Ihr hört auch gerade das Blubbern, das ist mein Skimmer, der momentan außer Betrieb gesetzt ist, damit eben das Futter auch von den Fischen gefressen wird und nicht im Skimmer landet. Und so langsam aber sicher haben sie auch wieder Appetit. Ich bin jetzt bei 17,6 Grad Wassertemperatur, wie gesagt, leider momentan ohne Heizung. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, wie sich es entwickelt. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit steigender Temperatur dann auch noch ein bisschen mehr Futter reinschmeißen kann. Meine Diätkur hat soweit funktioniert. Ja, und dank des größeren Biofilters bin ich jetzt in jedem Fall immer auf der sicheren Seite. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, ich finde diese Helix Biochips ist eine geniale Sache, wenn man nur ein begrenztes Filtervolumen hat, um einfach die Kapazität des Filters, ja, um praktisch um Welten zu verbessern. Denn der Unterschied zwischen eben auch einem 17er Helix, was ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, ich meine, das 17er Helix hat ungefähr 500 Quadratmeter geschützte Oberfläche und hier die Biochips haben 1500 Quadratmeter. Und sind eben auch sehr leicht zu reinigen. Und das ist immer der ganz wesentliche Punkt. Ich war zuletzt zu einer Teichberatung und da war das auch wieder so ein Thema. Da wurde dann auch wieder so eine Art Siporax eingesetzt und zwar als Festbett. Und da war auch der Fokus nur eben auf der hohen Oberfläche, die das Siporax hat. Aber was nutzt eben die hohe Oberfläche, wenn sie verdreckt und wenn sie dann nicht mehr verfügbar ist? Und insofern muss ich sagen, bin ich nach wie vor der Meinung, dass man mit einem Moving Bed, mit eben einer ausreichenden Dimensionierung und einer schönen Bewegung den idealen Biofilter hat, der eben, wenn er einmal eingefahren ist, dann auch wirklich mit einer konstanten Leistung arbeitet. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen, einen Filter, der eben konstant arbeitet. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich dann in diesem Beitrag verabschieden. Wenn du der Meinung bist, dieser Beitrag ist auch für andere interessant, dann freue ich mich, wenn du ihn mit anderen teilst. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst.
Ich danke dir fürs Zuschauen. Bei Fragen natürlich immer gerne direkt an mich wenden unter 02236 322 88 91. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.